So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, heute spielen wir wieder meine T34, wie auch die vorletzte Folge. Aber ich muss dazu sagen, die Dinger machen einfach so viel Spaß, dass ich mir gedacht habe, komm, eine Folge kannst du noch machen. Und die Folgen werden ja auch immer ganz unterhaltsam mit den Panzern. Deswegen lasse ich das diesmal durchgehen. Ansonsten bin ich ja eigentlich tatsächlich sehr auf Abwechslung bedacht, aber man kann es ja trotzdem mal machen. Naja. Die Folge heute wird übrigens deutlich später kommen als sonst, also mehr so um 7, 8. Ja, aber ich habe einfach keine Zeit gefunden, bis jetzt aufzunehmen. Das, ja, passiert. Immerhin kommt noch eine, wenn ich schaffe. Es ist halt, ja, ich sagte ja, das Wochenende hat mir ja theoretisch genug Zeit aufzunehmen, aber nicht unbedingt. Nicht unbedingt. So. Wir starten übrigens hier oben. So. Es ist nämlich schon kurz vor 6. Deswegen. Hallo? Ah, ich hasse das. So. So, düdüm, Sherman, T34 und eine ASU. Alles klar. Kein einziger deutscher oder britischer Panzer dabei. Auch gut. Oh, doch ein deutscher da hinten. Na gut, und dann kommt wieder ein T34. Was man so halt erwartet, ne? Ja, die ASU ist irgendwie immer noch der witzigste Panzer überhaupt. Weil der einfach theoretisch nichts aushält, aber trotzdem, der war ganz gut. Zumindest als ich ihn so beobachten konnte. Ja, naja. Ah, so, da vorne steht auch schon ein Panzer, aber ich glaube, das ist ein KI-Panzer, der rührt sich nicht vom Fleck. Oh, ouch. Da war der Boden doch ein bisschen tiefer, als ich gedacht habe. Hey, das ist mein Punkt. Was macht der? Achso, der fährt einfach durch. Alles klar. Stell mir jetzt hier schön hinter den Stein. Und werde dann vom KV-1 eh abgeschossen. Ah, denkste, KV-1E. Warum hat er nicht geschossen? Muss er noch zielen? Kann natürlich sein. Na, was sehen denn meine Augen da? Nein! Können wir hier trotzdem? Oh. Ah, verdammt, kriegt die Kanone nicht runter. Das ist jetzt riskant. Wir versuchen es trotzdem. Oh. Hoppala. Der lag auf dem Rücken. So fies wollte ich nicht sein, aber das habe ich zu spät gesehen. So, den hat es auch erwischt. Traut er sich nochmal? Er traut sich tatsächlich nochmal. Der fährt wieder vor, das kann ich euch so sagen. Kurzer Moment. Kann nicht mehr lange dauern. Jetzt hat er Artillerie gesetzt. Gleich fährt er wieder vor. Dann werde ich meinen Hintern drauf. Okay. Was habe ich gesagt? Jetzt fährt er wieder zurück. Ah, weißt du was? Oh. Wir schießen hier ahnungslosen Churchills in diese Seite. Das lief ja jetzt nicht so gut. Na, dann fahren wir halt mal runter. Oh, wow. Das lief ja doppelt nicht so gut. Ich würde mal sagen, unser Motor, unser Getriebe und zwei Leute von uns sind tot. Beste Voraussetzung. So muss das laufen. Schade, jetzt auf den KV-1E schießen. Oh, komm, lass mich die Spitfire treffen. Die stürzt sich bestimmt irgendwo in den Boden. Nein. Na, ist egal. So, in 9 Sekunden sind wir repariert. Bedauerlicherweise unser ganzer Panzer im Arsch gewesen.
Dum, dum, dum. Jetzt. So. Und dann wollen wir doch mal vorrücken. Was steht denn da? Und warum kriege ich meine Kanone wieder nicht runter? So. Das wäre es gewesen. Ach, das war gar... Oh, ich dachte, das wäre ein KI-Panzer, der da steht. Naja. Wie man sich doch so täuschen kann. So. Wir fahren einfach mal eine Runde weiter. Der steht über uns, nehme ich an. Wir haben alle Punkte eingenommen. Auch nicht schlecht. Kann man auch mal gelten lassen. Kann ich eigentlich auf den M4? Auf den kann ich schießen. So. Ich habe zumindest mal getroffen. Kann ich auf den schießen? Oh, auf den kann ich nicht schießen. Kann ich schon, bringt aber nichts. So. Mal gucken, ob wir da unten hier noch treffen. Sehr schön. Da steht noch ein F1. Können wir den treffen? Nein. Können wir den treffen, der hier steht? Ich habe da mal ein Treffen arrangiert. So, hallo mein Freund. Und tschüss. Düm, düm, düm. Ich mache mich vom Acker, da ich da vom F1 beschossen werde. Halleluja. Glück, ich hatte nur Glück, dass er mich nicht getroffen hat, ne? So. Den Churchill haben wir auch. Den F1 haben wir auch. Zwar nicht selbst, aber wir haben ihn. Ja, jetzt kommt der Rest, ne? Jetzt müssen wir nur aufräumen gehen. Oh, ein Panzer hier. Nein. Cromwell. Nein. F2. Ja. Guck mal, auf den können wir sogar nicht schießen. Na, ist auch okay. Dann holen wir uns den eben im Nahkampf. Der kann zwar auf uns schießen, aber das bringt ihm nichts. Wir sind... Oh. Er ist sowieso schon Geschichte. Kein Durchschlag. Oh. Was meint er? Holt er uns? Ich sag nein. Er kommt bei uns nicht durch. Ist so witzig, ne? So. Jetzt sind wir aber eben durchgekommen. Ach, herrlich. Ja. Diese Tiefchen. Ah, nein, 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 nein. Ich fahre schon wieder Richtung Spawn. Das lassen wir mal. Wir wollen nicht das gleiche Prozedere nochmal. Ich stelle mich jetzt schön hier unten hin. Oh. Panzer. 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 Eine Crusader. Die ich leider nicht beschießen kann. So, da drüben steht noch irgendwo ein Panzer. Oh, ein T-34. Könnte tatsächlich mal ein bisschen schwieriger werden. Da drüben stehen noch ganz viele andere Panzer. Oh. Das war eine fiese Nummer. Oh, bitte lass mich den auch noch kriegen. Ah, mein Ladeschütz ist verletzt. Das ist echt ein bisschen ätzend. Ah, bleib so stehen. Sehr schön. Immerhin. Schießen derweil auf den T-34. Oder auf den M4. Jodelt der da einfach runter. Alles klar. So, das hätten wir. Ach, herrlich. Diese Panzer sind einfach so witzig. Ich liebe diese Panzer einfach. Diese T-34, ne? Ach, herrlich. Ich mag die Panzer wirklich. Die sind einfach so unbesiegbar. Das war ein KV-1. Der könnte jetzt tatsächlich ein Problem werden. Ne, ne, ne. Ne. Oh, jetzt ist er auf jeden Fall ein Problem.
Das war's für uns. Yep. Yep. Okay. Ja, ich würde sagen, 7 Abschüsse, 3 Abschusshilfen. Boah, war eine erfolgreiche Runde. Wir haben auch gleich gewonnen, deswegen steige ich jetzt nicht nochmal ein. Das wird keinen Sinn machen, ich würde sowieso nicht mehr schnell genug dahin hinkommen. So, jetzt haben wir gewonnen. Und ich würde sagen, oh, sogar nur 10 Minuten Folge. Ja, die könnte sogar halbwegs noch rechtzeitig fertig werden. Dim, dim, dim. So, gucken wir noch in die Statistiken. 7 zerstört, 3 Abschusshilfen. Die zwei hier waren noch erfolgreicher. Die hatten auch T-34 dabei und T-34 dabei. Allerdings hatten die T-34 dabei, die Stufen über uns waren. Ne, stimmt gar nicht. Was laber ich? Nur der hier, den für Nuller. Ihr seht, T-34 ist ziemlich dominant. Ja, der hat auch die Russen dabei. Hm. Ja, ich würde sagen, das war doch eine ganz nette Runde, oder nicht? So, den Pionier haben wir auch abgeschlossen. Was das auch mal ist, keine Ahnung. Was gibt's eigentlich im Kriegsanleihen-Shop? Irgendwas, was mich... Nee, eigentlich nicht. Okay, alles klar. Das ist schön. Ja, ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like und über Kommentare freuen. Und falls ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt und mich noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich selbstverständlich auch über ein Abo freuen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.